Es zieht sie mitsamt ihrem Geld mit aller Macht in die Schweiz. Und sie provozieren so ein Problem, das gute Schweizer gefühlsbeladen als den Ausverkauf der Heimat beklagen. Aber dieses Schlagwort macht die Leute in den Bergen bös. Sie wollen auch ihren Anteil am allgemeinen Wohlstand und nicht bloß Staffage sein für naturnahe und urtümliche Ferien der Großstadt Schweizer. So stellt sich der kleine Hansli den Ausverkauf der Heimat vor. Scharenweise fahren reiche Ausländer in ihren stromliniengeschwungenen Limousinen hinauf in die Schweizer Berge, hinauf zu unseren grünen Matten, hinauf in unsere frische Luft. Hier kaufen sie bei unseren Bergbauern für teures Geld steile Matten und bauen darauf ihre Ferienhäuser. Aber die Wirklichkeit ist anders. Die umstrittenen Bodenkäufe in den Feriengebieten werden von Schweizer Spekulanten getätigt. Die errichten auf diesem Land Häuser mit Eigentumswohnungen und suchen dann dafür ausländische Käufer. Und so stellt sich der kleine Hansli den Kampf gegen den Ausverkauf der Heimat vor. Regierung und Parlament haben die Bodenverkäufe an Ausländer mit der sogenannten Lex Furkler massiv gebremst. In Gemeinden, in denen schon zu viel Boden an Ausländer verkauft wurde, sperrt das Gesetz weitere Verkäufe. Ausländer können Land nur mehr in nicht gesperrten Gebieten kaufen. Ihr Geldregen erreicht so weniger bekannte Touristenregionen. Landverkauf, Hausbau und Gäste bringen dort Geld und erhalten Arbeitsplätze. Aber die Wirklichkeit ist anders. Zwar hat die Lex Furkler den Bodenverkauf an Ausländer effektiv massiv gebremst, aber Sonderregelungen für die fremden Verkehrsgebiete haben die Verkaufssperre gründlich aufgeweicht. Das sei nötig, um den Zusammenbruch der Bauwirtschaft in diesen Gebieten zu verhindern, wird erklärt. Aber ebenso wahr ist, dass diese Ausnahmeregelungen den Bodenspekulanten sichere Gewinne garantieren. Sonderregelungen und Bodenspekulation haben während der Hochkonjunktur zu solchen Auswüchsen geführt, dass man 1972 die Notbremse ziehen musste, und zwar mit der Lex Celio. Die Monsterüberbauungen haben unseren Berggebiet aber auch nicht die Belebung gebracht, die man sich erhofft hat. Was da entstanden ist, sind tote Alpenstädte. Während 11 Monaten im Jahr stehen die meisten Wohnungen leer. Ihre Besitzer wohnen im Ausland. Für ihre Walliser Zweitwohnung bezahlten sie jeden Preis. 1971 durchschnittlich pro Quadratmeter Wohnfläche 526 Franken. Die völlige Ausrichtung auf die ausländische Kundschaft brachte dem Kanton Wallis den Vorwurf ein, er pflege einmal mehr den Ausverkauf der Heimat. Mag der Ausländeranteil auch flächenmäßig tatsächlich nur 2% betragen, bauvolumenmäßig aber beläuft er sich erwiesenermaßen auf 80-90%. Das lauteste Wehklagen über die bundesrätliche Maßnahme ertönt naturgemäß von Seiten der unzähligen Grundstückmakler. Doch da stößt man auf eine höchst erstaunliche Tatsache, dass man nämlich ausgerechnet in den Kreisen der Immobilienhändler wiederum oft diejenigen Gemeindepräsidenten findet, deren Gemeinden offiziell am stärksten betroffen sind. Diese Leute also, alle Selbstlandbesitzer, bestimmen in ihrer Gemeinde maßgeblich, wo gebaut wird, das heißt, wo die Preise steigen und wo nicht. Es war nicht besonders schwer, in unserem Archiv Filmbeiträge zu finden, die in dieser verzwackten Materie zeigen, was es noch für andere Interessenkonflikte gibt. Wir haben vorhin gesehen, dass es für eine vernünftige Entwicklung sicher keine ideale Voraussetzung ist, wenn der Immobilienmarkt ausgerechnet in den Händen der Behördenmitglieder liegt. Aber man muss auch verstehen, wenn sich in unserem föderalistischen Staat Gemeinden und Kantone für ihre eigenen Bedürfnisse wehren. Wir sind heute der Auffassung und können das auch aufgrund der Praxis feststellen, dass die Kantone absolut in der Lage sind, eine vernünftige Regelung zu finden in Bezug auf die Reduktion von der Verkauf von Wohnungen, Grundstücken an Ausländer, weil sie das in eigener Verantwortung tun. Sie können auch beurteilen, wie weit das Baugewerbe, die übrige Wirtschaft davon abhängig ist und wo was halten ist. Und wir wollen das nicht, dass ganz primär
Bundesbeamtigen über das zu entscheiden haben, was im Rechtsbereich der Gemeinde und der kantonalen Behörde liegt. Und es liegt sicher im Rechtsbereich der Gemeinde, darüber zu entscheiden, ob sie noch weiter existieren können oder ob sie wegen Mangel an Arbeitsplätzen und Überalterung schließlich aussterben. So hat das Walliserdorf Erne 1972 ausgesehen. Die touristische Entwicklung ist für die meisten Berggebiete die einzige Überlebenschance. Die Frage ist also nicht, ob man den Tourismus fördern soll, sondern wie. Lenze Heide von der Backstein- und Betonseite. Ein Beispiel, wie zersiedelt und zubetoniert wird. Ein Beispiel, wie der Tourismus sich langfristig den Ast, auf dem er sitzt, selber absägt. Wie sagten doch die Leute in Stuttgart? Was mir gefallen hat, war alles. Die Gegend, die Berge. Die Schweiz überhaupt ist schön. Ja, alles, die Leute, die Landschaft, sauber, alles schön. Für mich ist die Schweiz und bleibt sie immer. Dass der Bauboom der Bergregionen wirklich nicht unbedingt den Aufschwung gebracht hat, der geplant war, zeigt ein Beispiel aus dem Walliserdorf Bitsch. Die einheimischen Betriebe sind durch das rasante Bautempo überfordert. Die zusätzlichen notwendigen Investitionen lohnen sich nur, wenn man immer weiter produzieren kann. Ein fertiges Chalet gibt schliesslich nichts mehr zu tun und der Traum der neuen Arbeitsplätze ist dann vorbei. Aber auch die anderen Gewerber sind enttäuscht. Ferienhausbesitzer, die einen Weg nur ein paar Wochen im Jahr da sind, kaufen das meiste im Unterland ein, in den grossen Einkaufszentren. Der Dorfladen ist dann gerade noch gut genug für die paar Lebensmittel, die man nicht auf Vorrat kaufen kann. Das ist Tschugge, auch im Wallis. Ein Feriendorf wie aus der Retorte. Es ist nur 1,5 Jahre aus dem Boden gestampft worden. Und 99 von diesen 100 Chalets sind in ausländischem Besitz. Was bringt das jetzt der einheimischen Bevölkerung? Wer profitiert vor allem? Ja, von mir ist gesehen im Moment Märkler, die Moserbaum. Und das wird der Profit sein. Nein, nein. Das sind nur so gewisse Herren, die davon profitiert sind. Einige Einzelne haben da profitiert. Nicht ein Haufen. Die Gemeinde selber hat nicht profitiert davon. Ja, ich glaube nichts. Also zu wenig Gewinn, aber dafür eine verschandelte Natur. Und unter dem Stichwort habe ich im Archiv auch am meisten Material gefunden. Obwohl genau das Problem mit der Lex Furgler gar nicht gelöst werden kann. Denn nochmal, die Lex Furgler regelt nichts anderes als den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland. Und trotzdem scheint der Naturschutz der brennendste Punkt zu sein von diesen vielen Bereichen, die so ineinander verzahnt sind. Der Natur- und Umweltschutz ist halt inzwischen zu einem globalen Problem geworden. Wer aber Grundstücke kauft, will bauen, und wer baut, zerstört Natur. Egal, ob es Schweizer sind oder Ausländer. Was aber die Leute mit Recht verrückt macht, sind die sogenannten Umgehungsgeschäfte. Legale oder eben nicht so legale. Was das heisst, zeigt das Beispiel aus dem Unterland am Neuenburger See. Eine tiefe Schneise wurde in den Auenwald geschlagen. Wie ein Krebsgeschwür frisst sich ein Touristenzentrum zwischen die beiden untrennbaren Lebensräume Wald und Schilfgebiet. An die 2000 Touristen erwartet man hier diesen Sommer bei Vollbesetzung. Mehrheitlich aus Deutschland und der Deutschschweiz. Dieses Land verkaufte der Kanton Freiburg vor 30 Jahren der Gemeinde Glettéran für 30 Rappen pro Quadratmeter. Die Gemeinde verkaufte einen Teil an Spekulanten und Immobilienhändler weiter. Für lächerliche 4 Franken pro Quadratmeter. Heute bezahlen naturhungrige Touristen für ihren Bauplatz bis zu 200 Franken pro Quadratmeter. Mit dem Ausverkauf der Natur ist weiterhin ein einträgliches Geschäft garantiert. In eine breite Narbe pflanzt man statt Bäume Zweitwohnungen. Diese Glückspost aus Deutschland entschleierte die Interessen, die hinter dieser neuesten Bauetappe stecken. Zugeschwemmt wurde uns ein Verkaufsprospekt, der ausschließlich in Deutschland vertrieben wird. Die von einem deutschen Staatsangehörigen dominierte Sobis AG
wirbt bei deutschen kaufkräftigen Kunden für das Feriendomizil Schweiz. Beim Durchblättern des Prospektes fallen einen die seltsamen Verkaufsargumente für diese Ferienbungalows auf. Den deutschen Geldgebern werden für die Zweitwohnungen Vermietungsmöglichkeiten versprochen und auch angeboten. Dies würde aber eindeutig gegen die Lex Furgler verstoßen. Man verlässt sich wohl darauf, dass die Behörden nicht jedes Weekendhaus kontrollieren können. Die Sobis AG hat ihren Sitz hier in Murten. Gern hätten wir vor der Kamera folgende Fragen gestellt. Wie weit entspricht die AG noch dem schweizerischen Recht bezüglich der Auslandabhängigkeit? Trifft es zu, dass der frühere Verwaltungsratspräsident zurückgetreten ist, weil er Verstöße gegen die Lex Furgler nicht mitverantworten wollte? Warum hat der allmächtige deutsche Direktor mit Einzelunterschrift kein Maklerpatent? Man scheute die Kamera. Wir fragten die Gemeindebehörden von Glätteron, ob sie wissen, dass ein deutscher Immobilienhändler Kundschaft in Deutschland sucht. Nein, es ist nicht ein deutscher Immobilienhändler. Es ist eher so, dass die Gemeinde eine gewisse Fläche im Baurecht abgibt und es ist ein Architekt, der diese Weekend baut. Haben Sie den Prospekt nicht gesehen, der in Deutschland verteilt wird? Ja, ein wenig. Ich habe ihn gesehen. Sie sehen also, es ist ein deutscher Immobilienhändler. Vielleicht als Vermittlung. Der wirkliche Initiant ist welcher? Einmal mehr. Sei Häferli, sei Deckli. Wenn es keinen Verkäufer gäbe, gäbe es auch keinen Käufer. Solche und andere Umgehungsgeschäfte erklären auch, warum die hemmungslose Bauerei einfach weitergeht, als ob es keine gesetzlichen Beschränkungen gäbe. Im Oberengadin ist die Landschaft anfangs dermassen kaputt, dass die Bevölkerung langsam verwacht ist und sich anfängt zu wehren gegen das überrissene Spekulantentum. Anhand dieses Beispiels zeigen sich auch besonders deutlich, wo die Schwächen der Lex Furgler liegen. Ein Gesetz, das so viele Sonderregelungen und Ausnahmebestimmungen hat, bietet auch zu viele Schlupflöcher und wird dadurch praktisch wirkungslos. Hat Lex Furgler in Ihren Augen versagt? Lex Furgler hat nicht versagt, aber die jetzigen Bestimmungen sind höchstens Bestimmungen, die zeigen, wie sie umgangen werden kann, aber niemals, wo gesetzlich dermaßen geregelt sind, dass wir eine Sicherheit hätten, dass unsere Kurorte nicht verändert würden. Hat in Ihren Augen Lex Furgler oder haben die Behörden versagt? Behörden glaube ich in dem speziellen Fall nicht, aber Lex Furgler genügt anscheinend einfach nicht, um gewisse Missbrüche trotzdem noch möglich zu machen. Hat in Ihren Augen Lex Furgler versagt? Die Lex Furgler hat nicht unbedingt versagt, sondern eher die Leute, die sie anwenden sollten, richtig im Sinn der Bevölkerung. Die Einsicht ist gekommen, dass man von Gemeinde aus von unten auf etwas machen muss. Und diese Einsicht ist vermutlich auch wirksamer als alle Gesetze miteinander. Nur eine neue Einstellung der Einheimischen kann dafür sorgen, dass die Spekulanten kein Brot mehr haben. Und nur so hat die Nachfolgerin der Lex Furgler eine reale Chance, ernst genutzt zu werden und als Lex Friedrich erfolgreicher in die Geschichte einzugehen.